schon sehe, dass das späte Kommen, aber die Vorstandsebene hat mich gerade noch aufgehalten. Aber trotzdem heiße ich Sie, meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Germania Lichtensteinstraß. Mein besonderer Gruß gilt unseren Gästen, hier ganz besonders dem Trainer Gerd Daun. Herzlich willkommen. Und ich denke einfach mal, ich habe Sie auf der Bank beobachtet. Sie haben sich wieder abreagiert jetzt gerade. Ich denke mal, Sie sind jetzt in der Lage, etwas zum Spiel zu sagen. Ja, zum Glück sind wir ja nicht von dem Fußball abhängig. Sind ja alle nur Amateure. Zum Glück. Doch. Noch? Ja, stimmt. Bei der Victoria sind die Ziele ganz anders als wie in Lichtensteinstraß. Ja, zum Spielverlauf. Ich kann bis jetzt noch gar nicht verstehen, dass wir das Spiel, das wir meines Erachtens in den ersten 20, 25 Minuten beherrscht haben, zu Recht auch 1-0 in Führung gegangen sind, vielleicht es versäumt haben, das 2-0 nachzulegen. Das haben wir dann ab der 20., 25. Minute, lassen Sie mich nicht festlegen auf die Minute, das haben wir dann aus den Händen gegeben, weil wir einfach nicht mehr die Laufbereitschaft und auch den Willen mitgebracht haben, das Spiel dann für uns zu entscheiden. Victoria haben wir meines Erachtens auch stark gemacht durch unsere Fehler von hinten raus, von der Spieleröffnung heraus. Zwei krasse Fehler, die zum 1-1 und 2-1 führen, deuteten sich aber vorher schon an, indem wir viel zu weit von unserem Gegenspieler weggestanden haben im Defensivverhalten. Hat sich das schon angedeutet, sind dann auch zu Recht mit 2-1 in die Halbzeit gegangen für die Victoria. Ich habe meiner Mannschaft in der Halbzeit nochmal ins Gewissen gesprochen, sie darauf aufmerksam gemacht, wenn sie den Schalter nochmal umlegen können, das heißt nochmal Laufbereitschaft und Wille mitbringen, dann könnte man vielleicht hier aus dem 2-1 noch ein 2-2 oder vielleicht wieder noch ein 3-2 machen. Der Schuss ist nach hinten losgegangen, wir haben es nicht geschafft, an die ersten 20 Minuten nochmal anzuknüpfen und sind dann auch verdienterweise auch in der Höhe mit 4-1 untergegangen, so kann man es eigentlich auch nennen, untergegangen. Wir haben verdient verloren. Glückwunsch an die Victoria. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Daun. Fragen an den Trainer von Germania Lichtensteinstraß. Ja, Herr Daun, Sie haben jetzt nach 8 Spieltagen schon gegen alle drei Kölner Vereine gespielt. Und jetzt würde es mal interessieren, wie ist da die Leistungsstärke Jungersdorf, Fortuna, Victoria im Vergleich? Also die Leistungsstärke hängt immer von uns ab. Und in den Spielen in Jungersdorf, da jetzt am Freitag, da haben wir ein richtig gutes Spiel hingelegt, haben das auch über 90 oder 94 Minuten praktiziert und haben dann auch verdient gewonnen gegen Jungersdorf. Wobei ich sagen muss, denen ist es genauso gegangen wie uns heute, die haben eine Viertelstunde bei uns richtig superklasse Fußball gespielt. War toll anzusehen, auch für mich. Aber danach haben sie es eingestellt und wir haben Gas gegeben und haben dann auch letztendlich verdient 3-2 gewonnen. In Fortuna haben wir auch wieder andersrum 20 Minuten ganz gut dagegen gehalten und sind dann letztendlich untergegangen. Also die Stärke der Kölner Vereine liegt an unserer Schwäche. Okay. Dankeschön. Oder Stärke. Weitere Fragen?